Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Totally Accurate Battle Simulator. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, wie stark der Super Peasant ist. Und in dieser Folge heute werden wir herausfinden, wie stark der Dark Peasant überhaupt ist. Der hat ein kleines Update bekommen, der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Der hat so Kugeln, die um ihn rumfliegen. Und die Augen leuchteten, glaube ich, schon immer so. Aber der sieht ein bisschen anders aus, ein kleines bisschen. Und wir wollen jetzt mal herausfinden, wie stark er wirklich ist. Und zwar lassen wir ihn jetzt in dieser Folge gegen ganz viele andere Gegner kämpfen. Einmal hier, der Dark Peasant. Zack. Und wir lassen ihn erstmal gegen ganz viele Wikinger kämpfen, gegen ganz viele Kreuzritter, blablabla und so weiter. Halt, wie wir es auch beim Super Peasant gemacht haben. Dann machen wir jetzt hier auch so 200 und gucken, ob er das hinkriegt. Ein Dark Peasant gegen 200 Gegner, vielleicht kriegt das hin. Also der Super Peasant hat es hingekriegt. Ich gehe davon aus, dass er es auch hinkriegen wird. Aber 200 ist schon viel. Ist schon viel. So Slow Motion, weil sonst laggt es zu hart. Der hat ja diese zwei Kugeln, der schwebt ein bisschen. Können die den überhaupt treffen, wenn der schwebt? Oh mein Gott, sie fliegen zu ihm. Okay, sie können ihn treffen. Oder zieht er sie an? No, ich glaube, sie springen zu ihnen. Absurd, die springen so richtig hoch. Aber es sieht nicht so aus, dass der Dark Peasant wirklich viel Schaden machen würde. Ich meine, der tötet ein paar. Aber ich weiß nicht, ob er die wirklich tötet. Wie kämpft denn? Also, er hat diese Kugeln und die machen Schaden. Und er an sich macht keinen Schaden. Das heißt, jeder, der in die Kugel reinfliegt, kriegt Schaden. Oder? Steuert er die Kugeln auch oder sind die random? Ich verstehe den Dark Peasant noch nicht so richtig. Oh mein Gott. Das Ding ist, der frisst halt einfach den gesamten Schaden, hat aber so viel Leben, dass es ihn überhaupt nicht juckt. Da kommen die jumpen alle in ihn rein und wie hoch er jetzt ist. Oh mein Gott, hinterher. Okay, die kriegt er hin, die 200, glaube ich. Aber er frisst halt auch eine Menge Schaden auf jeden Fall. Der Super Peasant hat ein bisschen eleganter gemacht, falls ihr euch erinnert an die letzte Folge. Es war ein bisschen eleganter, ein kleines bisschen eleganter. Aber ich meine, wenn er es hinkriegt, was er jetzt hinkriegt, weil noch zwei Einheiten, drei Einheiten, vier Einheiten leben noch. Noch eine. Und... mach's ihm... ist noch eine. Kannst du die bitte... okay. Ja, er kriegt 10, aber halt überhaupt nicht elegant. Exakt 100. Und mal sehen, wie er das jetzt anstellt gegen diese... die fliegen halt echt... oder zieht er die Gegner an? Ich glaube, der zieht die Gegner an. Das ist das, was Schaden macht, oder? Er zieht die an. Oder? Ich bin gerade sehr unschlüssig, wie er kämpft. Aber ich glaube, er zieht die Gegner an und hat diese Kugeln, die Schaden machen. Ey, der Dark Peasant ist so weird. Das ist so eine komische Einheit irgendwie. Ich meine, der kommt gut klar mit den Gegnern, auf jeden Fall. Aber der ist halt richtig komisch. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, lieber den Super Peasant nehmen. Also, wenn man den Preis ausgleicht. Ich glaube, du kriegst für einen Dark Peasant zwei, drei Super Peasants ungefähr. Ich würde immer die Super Peasants nehmen. Die sehen lustiger aus beim Kämpfen. Okay, wo gehst du hin? Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Beim Baum war wohl noch irgendein. Ich habe nicht gesehen, aber der Dark Peasant hat ihn gesehen. Kurz noch zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, okay, du kannst zwei Super Peasants für einen Dark Peasant setzen. Ist das richtig? Ja. Ja, aber ich würde lieber... lass uns das mal kurz testen. Lass uns mal ganz kurz testen. Zwei Super Peasants gegen einen Dark Peasant. Ist der Dark Peasant stärker als zwei Super Peasants? Da müssen wir kurz in Slow Motion gehen, weil es ist wirklich ein epischer Kampf gerade. Okay, die bouncen in den Boden. Die kämpfen viel zu gut zusammen. Die Kugeln kommen noch gar nicht hinterher. Ich komme gar nicht hinterher mit der Kamera. Oh mein Gott, die sind über dem Boden. Die sind über dem Boden, die fallen im Kampf weiter. Die fallen im Kampf weiter. Die kämpfen im Fall weiter. Oh mein Gott, was ist das? Es kommt mir vor, als ob ich hier Matrix 3 gucken würde. Der Endkampf. Die kämpfen weiter, wo die fallen. Rot hat jetzt aber nur gewonnen, weil Blau früher nach ganz unten gefallen ist. Okay, das sparen wir uns und machen ganz am Ende nochmal. Ganz am Ende kommen wir auf diesen Kampf zurück. Der nächste Kampf ist, glaube ich, mit den Schildern. 100 Schilde. Denke gut. Ich denke, der Kampf wird gut ausgehen. Oh, okay. Ich glaube, er zieht die wirklich ran. Dann machen die Gegner aber überhaupt keinen Schaden, wenn er die ranzieht. Wie soll der denn Schaden kriegen? Distanzeinheiten können Schaden machen, ne? Aber testen wir gleich. Testen wir gleich. Die Ninjas vor allem werden gefährlich. Weil die sind ja sehr, sehr gefährlich, die Ninjas. Und ich glaube, die machen sehr viel Schaden. Wie war euer Weihnachten? Weihnachten ist jetzt herum. Denke ich mal. Bei den meisten. Es sei denn, ihr feiert Weihnachten anders als ich. Aber Weihnachten ist jetzt herum. Habt ihr gute Geschenke gekriegt? Habt ihr eine gute Zeit gehabt? Was macht ihr jetzt so die Tage? Spielt ihr einfach nur so die Spiele, die ihr gekriegt habt? Habt ihr Spiele gekriegt? Was habt ihr gewünscht? Und schreibt mal schon in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Erzählt mal so ein bisschen über euer Weihnachten. Weil dann können wir uns hier so ein bisschen austauschen. Und das ist ja alles gut. Bei mir war Weihnachten auch ziemlich gut. Ziemlich gut. Weihnachten ist aber immer ziemlich gut. So die Weihnachtstage. Ich meine, ist immer so ein bisschen anders als alle anderen Tage. Man, das ist ganz cool. Schnee wäre cool gewesen. Warten wir nicht. Und während ich jetzt die komischen Smalltalk über Weihnachten hatte, hat der Dark Peasant gewonnen. Jetzt sind wir schon bei Asien. Und jetzt heißt es echt Ninja Meister. Ich passe Ninja Meister vom Preis-Leistungs-Verhältnis so an, dass die ungefähr gleich kosten. So, aber ich passe den Preis-Leistungs-Verhältnis so an, dass die ungefähr gleich kosten. Was wähle ich jetzt wirklich hier gerade? Ist ja gar nicht so viel. 29 Einheiten. Das ist jetzt ungefähr gleich. Also wirklich, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgeglichen.
Gleich viel gekostet hat das Ganze. Oh, das war gerade der Sample Shot. Richtig nice Shot. Das war der Sample Shot. Das war ein nice Shot, der eben. Mit den Kugeln und den Augen und alles und frisst die diese ganzen Ninja-Sterne. Kommt der überhaupt so richtig voran? Ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich Schaden macht. Ich glaube, die halten den mit den Ninja-Sternen so ein bisschen auf Distanz. Der pickt sich immer einen raus und dann geht er weiter. Oh, der sieht schon badass aus. Er sieht schon ziemlich badass aus. Ist schon ein Monster auf jeden Fall. Aber kriegt er es hin? Also Super Peasant hat es hingekriegt. Einer noch. Er schleudert einfach durch die Luft. Ja, okay. Okay, der Super Peasant hat diese Kugel und hat Telekinese als Fähigkeiten. Machen wir mal 300 Einheiten. Sorry, ich weiß nicht, wer das Spiel crashen wird. Machen wir mal 300 Einheiten. Ich will einfach was sehen. Ich will einfach diese 300 Einheiten sehen. Come on. Ich will das sehen. Ich will es einfach sehen. Okay, 300 Einheiten. Hier machen wir die noch weg. Es laggt jetzt schon. Es laggt jetzt schon hier im Menü. Oh, okay. Mein Rechner ist nicht abgestürzt. Alles gut. Slow Motion. Und jetzt geht's gleich, glaube ich, richtig ab. Die fliegenden Schwerter kommen gleich alle. Gleich kommen die fliegenden Schwerter. Sobald er richtig drin steht, zieht er die ja alle an. Das sieht gleich so nice aus, bestimmt. Allein die Geräusche. Okay, jetzt geht's langsam los. Jetzt geht's langsam los. Oh, das ist so fett. Das ist so fett. Oh, okay, ich muss Slow Motion gehen. Sonst ist halt die Performance richtig mies. Okay, er hat Probleme. Er hat ein bisschen Probleme. Aber nur ein bisschen. Das ist immer noch die Armee. Die riesige Armee. Und er schwebt hier einfach rum. Dreht sich im Kreis. Jetzt ist er ja mitten in der Schlacht. Come on, come on. Yes, da ist es. Wenn er so einen Klotz hochhebt, das ist das Geile. Das ist der Shit, den wir sehen wollen. Hell yeah. Hell yeah. Okay. Jetzt zieht die alle an. Oh, yes, 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 yes. Und der behauptet sich relativ gut tatsächlich. Ich meine, da hat er sich jetzt mit einem verhakt, aber der behauptet sich relativ gut, der Dark Peasant. Die Performance geht sogar mit 6 FPS. Könnte schlimmer sein. Könnte echt schlimmer sein. Aber er kriegt es hin, das ärgert mich ein bisschen, dass er es hinkriegt. Es ärgert mich ein bisschen, dass er die Schlacht hinkriegt. Ich dachte eigentlich, der kriegt es überhaupt nicht hin. Aber er kriegt es relativ locker hin. Aber die fliegen auch nicht so diese Superflüge, würde ich gerne sehen. Häufig, wie die sich einfach auf den stürzen. Zu 20 Mann, 30 Mann. Das ist das Coole. Nicht wenn so einer, zwei, sondern alle. Die Schlacht ist gleich vorbei. Die laufen irgendwie alle in den Tod. Weil der Dark Peasant ist runtergefallen. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann ist der denn runtergefallen? Der fällt. Oh, was? Er fällt halt wirklich. Er ist gestorben deswegen. Aber er hätte fast 300 Samurai hingekriegt. Respekt. Respekt. Ich weiß es nicht. Es ist aber lustig. Ich mag die Barrels. Machen wir auch mal 100. Ich mag die Barrels wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ist eine sehr, sehr coole Einheit. Komm, wir setzen einfach mal 200. 200 Barrels. Die Performance wird richtig abkacken. Aber wird lustig. Wird lustig. Go. Und in Slow Motion. Wenn die Barrels explodieren, also sind erstmal hier so Leute auf den Fässern, für die das Spiel noch nicht gesehen haben, die Version. Aber wenn die gleich landen, explodieren die und das ist mega awesome. Guck mal, der zieht die Explosion ja an. Sind Barrels Hardcounter gegen den? Aber guck mal, der Dark Peasant ist jetzt tatsächlich wirklich buchstäblich dark. Guck mal, ist jetzt schwarz. Der schwarze Dark Peasant, das ist wie so ein Hack gefühlt. Ist er sogar tot? Ne, er lebt noch, er lebt noch. Er hat aber ordentlich Schaden. Oh nein, die sind... Okay. Die Schlacht ist vorbei. Guckt euch dieses Feuer an. Es ist überall nur Feuer. Ja, weil das Feuer, das aktiviert auch die anderen Barrels und der Dark Peasant muss im Grunde gar nichts mehr machen. Es explodiert jetzt einfach alles und der ist hier ein bisschen schwarz am Rumfliegen. Übrigens, er ist schwarz. Leute haben in die Kommentare geschrieben, das ist rassistisch, dass du sagst, dass der schwarz ist. Der ist schwarz. Der ist schwarz, war cool. Wie soll ich ihn sonst nennen? Das ist ja kein Rassismus. Ich nenne ihn ja nicht irgendwie beleidigend schwarz, also ich sage einfach schwarz. Und ich meine, das ist er ja. So ist ja. Also wirklich, manche Leute kann ich echt nicht verstehen, worüber die sich aufregen. Okay, der hat die Schlacht aber, glaube ich, gewonnen. Du kannst vielleicht noch fallen. Oh, nope. No, oh, nope. Rote ist... Okay. Ha! Das war ziemlich awesome. Das war ziemlich awesome. Okay, jetzt heißt es gegen die Neon-Einheiten. Gegen die Neon-Einheiten. Ich weiß nicht, was ich mache. Wahrscheinlich box ganz einfach ganz viele. Oder kombinieren wir mal so ein bisschen. Machen wir hier mal einfach... 26, 30 box ganz ungefähr. Und der Rest sind einfach die Energieschwertmeister. Ich dachte auch überhaupt nicht aufs Geld, es ist jetzt viel, viel teurer. Guck mal, das Team rechts hat dreimal so viel gekostet wie der Dark Peasant. Aber ist ja okay. Ist ja okay, man kann ja auch mal Geld verschwenden. Einfach weil es lustig ist. Man kann einfach mal aus Fun ein bisschen Geld verschwenden. Die Boxguns schießen jetzt schon ihre Kugeln, aber die verfehlen alle leider. Bei den Boxguns entstehen so Boxringe halt einfach. Aber die fehlen alle so ein bisschen. Und das ist so ein Kämpfer, aber ich glaube, der kriegt viel Schaden. Ich glaube, die könnten den Dark Peasant hinkriegen. Glaube ich. Also wenn nicht, wäre es sehr traurig, weil es halt wirklich teuer war. Es war wirklich teuer. Das ganze Team. Die müssen es eigentlich wirklich hinkriegen.
Oder? Oh, guck mal, wie die da rumfliegen, so ein Knäuel aus Lichtschwertern. Oh, die haben ihn gut getroffen. Die treffen ihn gut, die treffen ihn gut. Die treffen ihn gut, die treffen ihn gut. Es ist so ein epischer Kampf gerade. Der Dark Peasant hat zu viel Leben. Der hat zu viel Leben. Der hat zu viel Leben. Alter. Der ist zu krass. Also ich weiß theoretisch, dass man ihn töten kann mit der M16, höchstwahrscheinlich. Also gehe ich mal von aus. Aber das testen wir gleich mal. Das testen wir gleich einfach mal. Ich glaube, der... Ja. Lebt noch irgendwer? Lebt noch irgendwer? Hier, die Kanone lebt anscheinend noch. Der hat die einfach zerstört. Der hat einfach einen Grund und Boden zerstört. Ohne Chance. Okay. Machen wir es jetzt nochmal. Ich will jetzt ein Team zusammenstellen, was ihn fertig machen wird. Ich achte jetzt auch nicht aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis-Leistungs-Verhältnis ist jetzt so egal. Wir machen ein paar Superboxer. Wir machen nochmal zwei Chicken Man. Jetzt sollen die Dark Pets uns mal zeigen, wie wir es hinkriegen. Keine Chance. Keine Chance, sage ich. Wirklich. Wenn die es jetzt hinkriegen, dann falle ich vom Glauben ab. Das kann nicht deren Ernst sein. Die Dark Peasants können nicht so stark sein. Ich habe jetzt hier 20 Super Peasants gesetzt. Sie müssen das hinkriegen. Also vielleicht nur 10. Aber guck dir das an. Wie viel Leben die einfach haben. Muss man eine Story nicht eintöten am Ende? Wie habe ich das denn hingekriegt? Die haben ja absurd viel Leben. Das ist ja unnormal. Okay. Das ist richtig, richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Ist zumindest ein Dark Peasant jetzt down? Ist einer down? Noch nicht, oder? Doch, ich glaube, einer ist down. Einer ist down und der andere ist... Wo ist der andere? Ist der im Baum? Nee. Ist der runtergefallen? Ah ja, die sind beide runtergefallen. Oder? Muss wohl. Kommen wir noch dahin? Aber unnormal, wie stark die Dark Peasants sind. Krass. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war eine ziemlich gute Demonstration der Stärke der Dark Peasants. Habt ihr irgendeinen Vorschlag für eine Formation, gegen die ich kämpfen soll? Dann schreibt mal Hashtag Dummkopf in die Kommentare und euren Vorschlag. Und dann sage ich mal zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Und ciao.